Und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe des Telestammtischs, einem Podcast, wie ihr wisst, für Comic-Themen. Und in dieser Runde, einer größeren Runde, habe ich mir Menschen zusammengetrommelt, die mit mir über Kindercomics sprechen wollen. Denn das ist auch immer so ein Ding hier beim Telestammtisch. Wir fragen uns schon ziemlich regelmäßig, wie wollen wir eigentlich die Szene ein bisschen größer machen? Wie wollen wir Nachwuchs gewinnen? Was für Möglichkeiten gibt es da? Und außer, dass wir dauernd Comics kaufen und diese vielleicht verschenken und damit jemanden mit auf die dunkle Seite der Macht ziehen, sind die Möglichkeiten begrenzt. Denn wir fangen im besten Fall natürlich auch bei jungen Lesenden an, sie so ein bisschen fürs Thema Comic zu begeistern. Dafür gibt es ganz gezielte, super gute Bücher, die sich da womöglich fantastisch für anbieten. Und ich habe das Experiment gewagt, denn am 17.11. diesen Jahres war bundesweit Vorlesetag. Ich bin beim Vorlesetag in die Kita meiner Kids gegangen und habe 3 Stunden lang Comics vorgelesen. Und ich kann euch sagen, die hatten so richtig Bock. Comics für Kinder, das funktioniert definitiv. Und das werden mir heute auch garantiert meine 3 Gäste bestätigen können. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Sie ist eine wiederkehrende Gästin hier beim Telestammtisch. Sie war schon zu Gast. Sie ist Comicshop-Verkäuferin, also direkt vorne am Publikum, an den Kaufenden. Sie weiß, was die Lesenden interessiert. Und sie ist auch noch Veranstalterin des Comicparks in Erfurt. Ist sich deswegen gleich doppelt bewusst, was auch vor allem Familien vielleicht für Comic-Inhalte gebrauchen können. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Hallo, Sarah Klien. Hi, hallo. Ebenso mit in der Runde ist einer der großen Namen, wenn es um die Frage geht, Comic-Artist, Comic-Autor sein. Auch Illustration ist ein Thema von ihm. Und er soll uns heute so ein bisschen mit die quasi handwerkliche Perspektive mit ins Gespräch bringen. Er soll, und das geht allein schon deshalb so gut, weil er wahnsinnig viele große, herausragende Titel gemacht hat, wie beispielsweise Die Kiste ist super bekannt. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit auch Haus Nummer 8 noch gelesen. Es sind wahnsinnig viele tolle Titel dabei und ich glaube, er passt heute wie die Faust aufs Auge. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Hallo und herzlich willkommen, Patrick Wirbeleit. Hallo, vielen Dank für die Einladung und danke für den Honig um den Bart. Will man eigentlich gar keinen Honig um den Bart mehr schmieren muss, weil ihn eigentlich alle kennen, die in Deutschland irgendwas mit Comic machen, weil er nämlich auch einfach ein Comic-Netzwerker ist. Ich habe Gespräche geführt, wo Leute gesagt haben, zuletzt, das war glaube ich Our House, die haben mir beide gesagt, Autor und Illustratorin, dass es den Comic nicht gegeben hätte, wenn er da nicht verbindend gewirkt hätte. Er ist außerdem noch Verleger von Polle heißt das Magazin, einem Kindercomic-Magazin, ein bisschen anthologiemäßig, glaube ich, ist das. Genaue Details kann er uns dazu später noch erzählen. Und er ist natürlich auch noch Veranstalter einer Comic-Veranstaltung mit Schwerpunkt Kids, das Yippie Kindercomic-Festival, das ich in Frankfurt auch schon besucht habe. Auch da bin ich total hin und weg, dass er heute die Zeit gefunden hat, vorbeizukommen. Hallo und herzlich willkommen, Jakob Hoffmann. Hallo, danke für die Einladung. Ja, fantastisch. Ich habe jetzt natürlich nur so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt, was die Vorstellung angeht. Und deswegen werde ich den Ball jetzt nochmal zurückspielen, dass wir die Runde nochmal einfach reihum abklappern und vielleicht auch nochmal eine kurze Erweiterung machen, bevor wir ins eigentliche Thema Kindercomic einsteigen, bevor wir uns fragen, was ist ein Kindercomic, für wen ist das und was unterscheidet ihn von zum Beispiel dem Bilderbuch. Das sind alles Fragen, die ich mir so gestellt habe. Würde allerdings gerne erstmal die Sarah fragen. Liebe Sarah, du verkaufst ja tagtäglich Comics an ein Comic-interessiertes Publikum. Wie viele Kinder sind da so dabei? Oh, so bestimmt die Hälfte. Also einige, weil die ganzen Comicleser werden ja irgendwann erwachsen und haben selber Familie und schleppen dann dementsprechend ja auch ihre Kinder schon sehr früh mit in den Laden. Das heißt, die kommen dann immer als ganzer Familienkonvoi bei euch rein? Sehr oft, ja. Also wir haben auch einige Kinder, die wir richtig beim Aufwachsen zusehen können, weil die Familien so oft da sind. Ach, wie schön. Und die dann schon schön durch den Laden stapfen, als wenn er denen gehören würde. Und, ne? Wir sagen jetzt immer der Laden. Ich habe ganz vergessen, den Namen zu erwähnen. Vielleicht kannst du mal kurz vorstellen, was für ein Laden ist das? Wo finden wir ihn? Eben mir gehört, oder mein Partner und mir gehört das Planet Comics in Erfurt. Das ist ein Comic-Café. Also wir sind deutschlandweit, soweit ich weiß, noch das erste und einzige, was den Comicladen mit Kaffeebereich kombiniert. Also man kann bei uns Kaffee trinken und Comics kaufen. Und du hattest Telefonat, das wir vor einigen Wochen geführt haben, gemeint, dass Kindercomics auch so ein bisschen dein Schwerpunkt wäre. Wie meinst du das eigentlich? Na, ich lese selber gerne immer Kindercomics und schaue da immer, was es da Neuestes gibt und bestell die halt auch. Und dementsprechend kenne ich mich da relativ gut aus, zumindest von meinen Kollegen aus. So, jeder hat ja einen anderen Fokus, womit er ganz toll beraten kann. Und bei mir sind das halt so die Kindercomics mitunter.
Fantastisch. Das heißt, du weißt auch, was gerade begehrt ist, was beliebt ist und wovon sich Menschen gern noch mal eine zweite oder dritte Fortsetzung dann eben kaufen von irgendwelchen Comics. Da bin ich doch sehr gespannt, was da heute noch bei rumkommt. Danke. Lieber Patrick, wenn man sich deine Biografie anguckt, zumindest das, was ich im Netz finden kann, dann ist der Weg zu den Kindercomics ja, soweit ich das sehe, auch nicht der direkteste gewesen. Was ist es denn, was dich so an diesen Kindercomics so fasziniert? Du bist da ja sowohl auf Autorenseite tätig, du bist aber auch Illustrator. Erzähl doch mal, was fasziniert dich denn so allgemein am Thema Kindercomic? Na, ich kann, im Grunde könnte ich dazu eigentlich eine Anekdote erzählen, wie ich sozusagen so eine Initialzündung hatte zu dem Thema. Und natürlich habe ich selber als Kind Comic gelesen. Ich bin tatsächlich, war das mein Einstieg ins Lesen überhaupt. Und habe natürlich auch nicht aufgehört, Comics zu lesen. Was heißt natürlich? Also ich habe nicht aufgehört, Comics zu lesen und auch eben als Erwachsener noch gelesen. Nichtsdestotrotz habe ich, obwohl ich als Illustrator im Kinderbuchbereich schon gearbeitet habe eine Zeit lang, bin ich gar nicht so auf die Idee gekommen, dass vielleicht man auch Comics für Kinder machen könnte oder sollte. Und dann gab es halt so einen Moment, ich habe halt zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn, die Tochter ist ein bisschen älter und die ist gerade eingeschult worden, ich glaube, die war in der ersten Klasse, mein Sohn war noch im Kindergarten und aufgrund der hier auf dem Dorf eher überschaubaren und vor allem damals noch sehr überschaubaren Zeiten, in die das Kind im Kindergarten sein konnte, kamen die Kinder eigentlich meistens mal beide gleichzeitig aus ihren Einrichtungen. Und was wiederum bedeutete, dass es erstmal Riesenstreit gab, weil beide erstmal im Grunde ihre Energien, die sie irgendwie mitgebracht hatten, ablassen mussten, um sich dann entspannen zu können. Und ich habe an einem Tag habe ich irgendwie Mittag gekocht und es war auf einmal mucksmäuschenstill im Wohnzimmer. Und die meisten Eltern werden das kennen, wenn es still ist, dann musst du die Beine in die Hand nehmen und gucken, denn irgendwas ist passiert. Und ich bin wirklich, ich hab die Pfanne wurzelnd auf den Herd stehen lassen, bin ins Wohnzimmer gerannt und war nur, um meine Kinder dort einhellig nebeneinander sitzend zu sehen, denn sie hatten die Comic-Sammlung entdeckt und sich jeder an Asterix und Obelix rausgezogen. Und dachte ich, ah ja, klar, Comics für Kinder, super. Und habe mich eben dann an sozusagen meine eigene Kindheit erinnert und wie toll ich Comics fand und musste dann aber eben auch feststellen, dass es gar nicht so viele beziehungsweise eigentlich fast gar keine Comics für Kinder gab, die jetzt nicht die Klassiker waren. Mhm. Und so kam die Idee zustande, in der Richtung was zu machen. Und wenn ich jetzt nochmal ganz kurz noch einen Ticken weiter ausführen kann, weil zu der Zeit hatte ich eben auch mit Ulf K. oder immer noch viel zu tun. Wir haben viel telefoniert und auch er war ja so ein Wandler zwischen Comic und Kinderbuch. Und wir sind dann halt beide losgezogen, um Verlage davon zu überzeugen, dass Kindercomics doch eine tolle Sache wäre. Und wir sind aber grandios gescheitert damals. Grandios gescheitert heißt, dass die etablierten Verlage zu dem Zeitpunkt das Potenzial in den Kindercomics noch nicht gesehen haben. Oder haben sie jetzt eure Vorschläge für Stories und Comics in dem Moment nicht in ihrem Portfolio gesehen? Nee, wir haben schon versucht, ein programmatisches Konzept anzubieten für Verlage. Und genau, die haben das Potenzial nicht gesehen. Wir haben sowohl Kinderbuchverlage als auch Comicverlage angesprochen. Carlsen, Gerstenberg, alles Mögliche, also wirklich viele Verlage und wir haben immer wieder gehört, nee, das Comics für Kinder, das verkauft sich nicht, das kauft keiner. Inzwischen sehen die Verlage das, glaube ich, ein ganzes Stück anders, ganz im Gegenteil. Es gibt erfolgreich publizierende Kindercomic-Verlage in Deutschland und Verlage, die ihr zumindest Kinderportfolio, ihre Auswahl dann nochmal deutlich ausgebaut haben. Wenn du da vielleicht nochmal kurz einen Abstecher machen möchtest, bist du mit der aktuellen Situation deswegen zufriedener oder geht da noch was? Also was die Verlagsseite angeht, da bin ich definitiv zufriedener. Also ich finde es ganz spannend, was im Moment passiert. Ich habe so ein bisschen die Sorge, was heißt die Sorge? Ich denke, es wird sich ein bisschen auch wieder selektieren, denn ähnlich wie bei der Graphic Novel Welle, wo auch viele größere Verlage, die sonst mit Comics nicht viel zu tun hatten, aufgesprungen sind, werden auch hier, denke ich, die Verlage feststellen, ach, die Verkaufszahlen sind ja entgegen der äußeren Wahrnehmung gar nicht so großartig und das dann einfach wieder einstellen. Aber ich denke, nichtsdestotrotz hat sich da ja von sozusagen null auf jetzt hat sich da gewaltig was getan in den letzten 15 Jahren.
wie wir das gegebenenfalls schaffen, dann diese wirklich tollen, ja auch teilweise mit hohen, guten Preisen ausgezeichneten Kindercomics dann ja letztlich auch zu verkaufen, weil das ist schon auch irgendwie Sinn und Zweck der Produktion von eben jenen. Das können wir heute noch zum Thema machen. Auch da freue ich mich sehr auf das Gespräch. Lieber Jakob, wenn es darum geht, Comics, insbesondere Kindercomics, ans Publikum zu bringen, dann bist du ja da wirklich so mit der Mann der Stunde. Wir haben hier in Frankfurt dieses von dir etablierte Yippie Kindercomics Festival. Vielleicht magst du dafür mal ein paar Worte erzählen. Wie kam es denn dazu? Also das ist ja, ich finde es ja wirklich großartig. Ich war mit meiner Tochter da vor kurzem, in der Kurzausgabe, die es gab, und die hat sich festgesaugt wie so ein Tintenfisch. Die konnte da nicht weg, die musste bis zum Ende bleiben. Die fand das saugeil. Danke nochmal, es war ein toller Tag. Erzähl doch mal, wie kam es zur Gründung von Yippie und diesen Lesungen? Das Problem ist, dass ich, glaube ich, schon längst in der Phase der Altersdemenz bin und mich gar nicht mehr so ganz genau an Details erinnere. Also ich beneide Patrick, der einfach auch ein guter Geschichtenerzähler ist, der dann solche Momente so genau erinnert, wie er die brutzelnde Pfanne auf dem Herd stehen lässt, um seine Kinder beim Comiclesen zu erwischen. Großartig. Also ich kann nicht genau sagen, wie es dazu kam. Ich weiß, dass ich die Comicbiografie habe, die ganz, ganz, ganz viele Leute haben, dass sie nämlich als Kinder gelesen haben und dann irgendwann verschwinden die Comics, weil man die Bravo liest, so war es bei mir damals, und dann irgendwie ist es peinlich, wenn man als Teenager Besuch empfängt und dann liegen da noch Comics rum und dann geht's in die Literatur oder Film oder was weiß ich. Und so war es bei mir auch. Und dann habe ich habe als Kind total gern Comics gelesen, aber ich habe es dann aufgehört irgendwann. Und dann fing es aber mich an zu interessieren wieder. Da bin ich, glaube ich, auf dieser Graphic Novel Welle einfach mitgeschwommen. Und wir hatten zu der Zeit in Frankfurt ein Veranstaltungsformat, das hieß Text und Beat, wo wir einfach Veranstaltungen gemacht haben, wo wir Leute eingeladen haben aus dem Bereich Literatur, Pop und was auch immer, die uns interessiert haben. Und da habe ich aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht mehr genau warum, Uli Lust eingeladen und damit zum ersten Mal mit einer Comic-Künstlerin zu tun gehabt und fand es faszinierend, und da hat es mich irgendwie gepackt. Gleichzeitig hatte ich auch bedingt durch eigene Kinder und durch meine Arbeit in der Jugendarbeit schon Interesse dran an der Frage, wie man Kunst und Kinder irgendwie auf eine frische Art und Weise zusammenbringt, und habe dann eine Ausstellung mit Illustratoren und Illustratorinnen organisiert vor ungefähr 10 Jahren und gemerkt, dass mir das Spaß macht, und habe da unter anderem kooperiert mit dem Kindermuseum, so hieß es damals in Frankfurt, mit dem Museum für moderne Kunst und dem Kindermuseum, und dann haben die mich, glaube ich, muntert, doch nochmal irgendwas zu machen, und dann kam die Idee, ein Kindercomic-Festival zu machen, einfach auch, weil es das so in dieser Reihenform nicht gibt. Und ich gemerkt habe, dass das Tolle an Comics ist, dass die Leute, die sie in Deutschland machen, alle nett sind. Fast alle. Und unkompliziert, und man kann einfach mit ihnen was auf die Beine stellen. Und dann habe ich ein paar angeschrieben, unter anderem Patrick, der bei der ersten Ausgabe auch dabei war. Und wir hatten vorher noch eine Veranstaltung mit Marc Boutavant, ne? Patrick, da weiß ich aber gar nicht mehr. Das war aber nicht Yippie, das war irgendwie so, ne? Ja, das war unabhängig davon. Das war unabhängig davon. Nee, ich glaube, erst gab es. Das war in dieser Reihe, die du Strips and Stories oder umgekehrt? Stories and Strips. Stories and Strips. Genau. Stories ist der Laden in Hamburg und Stories. Ja, genau. Ich krieg's immer durcheinander. Total originell, finde ich. Genau. Nee, ich glaube, so war's. Jetzt, Patrick hilft mir auf die Sprünge. Wir haben Marc Boutavant eingeladen, den großartigen Zeichner von Ariol aus Paris. Und ich hatte so viel Respekt davor, dass ich dachte, da muss jemand wie Patrick Wirbeleiter zukommen, um mit dem zu quatschen. Ich glaube, oder so war das Konzept. Und also dann das haben wir eine so nicht gesagt, aber okay. Und dann haben wir aber auch mit ihm eine Veranstaltung in diesem Kindermuseum gemacht. Und dann haben die zu mir gesagt, mach doch mal mehr mit Kindercomics. Ich glaube, so war es irgendwie. Keine Ahnung.
Ja. Und mehr mit Kindercomics hast du dann auf jeden Fall gemacht, denn du bist inzwischen ja auch als Verleger aktiv. Dankenswerterweise gibt es mit deiner Mitverantwortung, da kannst du gern gleich noch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, ja auch das Polle-Magazin. Vielleicht magst du das nochmal kurz erläutern. Was ist das, wo kriege ich es her und wie kam es dazu? Also ich bin nicht der Verleger. Der Verleger ist Ferdinand Lutz, der Trainer von QRT. Muss man wirklich nochmal unterscheiden, weil er hat die Mühe auf sich genommen, einen Verlag zu gründen, damit wir einen ordentlichen Vertrieb mit Polle hinkriegen. Ich glaube, bei dem ersten Yippie-Festival, wo ungefähr insgesamt 50 Zuschauer an zwei Tagen kamen, also so muss man sich das vorstellen, vielleicht waren es auch 55, da haben mich Ferdinand Lutz und Dominik Meerscheid, das ist ein Musiker, mit dem Ferdinand Lutz zusammen diese Bildklanglesung entwickelt hat, live eine totale Wucht. Die haben mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, so ein unabhängiges Kindercomic-Magazin zu machen. Und dann habe ich ja gesagt und dann ist es, haben wir das versucht auf die Beine zu stellen und haben bisher durchgehalten. Das erscheint jetzt zweimal im Jahr. Gerade produzieren wir die 10. Ausgabe und das Prinzip ist relativ einfach. Wir wollen Comics für Kinder, Zielgruppe so zwischen 7 und 11, 12, ist ja immer ein bisschen schwer zu sagen, aber für SelbstleserInnen. Und wir veröffentlichen nur Comics, die in Deutschland noch nicht erschienen sind. Das heißt also entweder Vorveröffentlichungen oder Originalarbeiten für Polle oder Sachen, die bisher nur im Ausland erschienen sind. Und genau, so machen wir das. Und wie sieht es aus? Seid ihr da thematisch in irgendeiner Form bestimmt? Oder Dinge, die ihr besonders gern zumindest mit abdruckt? Oder kann sich jeder bei euch zum Beispiel auch proaktiv melden, der meint, er hätte jetzt hier 10 tolle Seiten Kindercomic fertig? Ja, ja, das passiert auch. Mhm. Also es ist so eine Mischung. Die Zusammenstellung funktioniert so, dass wir Einreichungen kriegen und dass wir aber auch gezielt Leute ansprechen. Also zum Beispiel für die Covers sprechen wir immer gezielt Leute an, weil die natürlich nochmal eine besondere Funktion haben und eine besondere Aufmerksamkeit. Thematisch ist es so, Patrick kann das wahrscheinlich bestätigen, dass es gibt so die eine Hälfte der KünstlerInnen mag, ist immer froh, wenn man ein Thema vorgibt und die andere Hälfte findet es doof, wenn man das macht. Und wir haben bei der letzten Nummer zum Beispiel das Thema Sport vorgegeben, weil wir einen Schwerpunkt hatten mit französischen Zeichnerinnen und Zeichnern und da ja nächstes Jahr die Olympischen Spiele sind und dann dachten wir, ach, ist eine wahnsinnig tolle Idee, das zu machen. Und die haben das einfach alle dann nicht gemacht, sondern es ging immer ums Essen. Und so läuft es dann. Aber das Cover ist wenigstens ein bisschen sportlich. Aber es ist überhaupt nicht schlimm. Also was wir machen als Schwerpunkt ist, dass wir Länderschwerpunkte haben. Jetzt die letzten 5 Ausgaben. Das hängt auch damit zusammen, dass wir dadurch eine Förderung kriegen, weil sonst würden wir das finanziell überhaupt nicht hinkriegen mit Polle. Das heißt, die letzten 5 Ausgaben hatten Schwerpunkte aus Flandern, Schweiz, Norwegen, Kanada und zuletzt Frankreich. Das war also eine Subvention aus eben jenen Ländern. Genau, also diese Veranstaltung, von der du erzählt hast, anlässlich der Buchmesse, wo du warst, ist zum Beispiel auch Teil dieses Deals, dass das Institut Français gesagt hat, wir unterstützen euch bei der Ausgabe, wenn zu 50% ungefähr französische Zeichnerinnen und Zeichner drin sind und wenn ihr was zur Buchmesse macht. So ist es dann gelaufen. Und dann haben wir Leute eingeladen und Comics vorgelesen, du warst ja dabei. Sehr gut. Und dann frage ich mich gerade, wenn man dann halt irgendwann auch mal wieder da sitzt und möchte jetzt eine dieser beiden neuen Ausgaben für Polle machen, was packt man da rein? Ich möchte gerne auf diese Definition jetzt mal kommen, denn das Ganze hier ziehen wir jetzt auf wie so ein Schulvortrag. Was ist eigentlich ein Kindercomic? Diese Frage stelle ich mir relativ schwer zu beantworten vor und kann mir auch vorstellen, dass da sicherlich auch eher sanfte Übergänge zu meinetwegen die Einrichtung dem Bilderbuch sind und auf der anderen Seite illustrierte, keine Ahnung, Novels halt. Deswegen würde ich gerne die Frage auch nochmal an dich spielen. Jakob, ein Kindercomic. Was zeichnet so ein Kindercomic eigentlich aus? Okay, also ich versuche es ganz kurz zu machen, weil du ganz viel angesprochen hast. Also es gibt jetzt nicht so einen Kriterienkatalog, den ich dann abarbeite, sondern natürlich muss
die Leute, die entscheiden, in unserem Fall bei Polis sind es drei Leute, Wiebke Helmchen, Lektorin, Ferdinand Lutz und ich, ob uns der Comic gefällt, ja, sowohl zeichnerisch als auch von der Geschichte her. Das, und ob wir das Gefühl haben, das ist was unserer Zielgruppe gefällt. Und da fängt die Spekulation natürlich total an. Ja, also weil wir letztlich da Mutmaßungen haben, aber es nie genau wissen. Und genau. Also das sind Kriterien, da müsste man jetzt sehr ins Detail gehen. Und da gibt es auch sehr viele Diskussionen bei uns. Also es geht aber nicht, bei den Zeichnungen geht es nicht nur um die Frage, ist es angemessen für Kinder oder nicht, sondern da geht es tatsächlich darum, ist es schön? Ist es toll gezeichnet? Ist es ein eigener Stil? Ist es irgendwie witzig oder berührend? Und da gibt es schon auch ganz klar Übergänge. Also wir haben zum Beispiel das erste Kapitel von Goldjunge von Michael Ross abgedruckt. Das ist per se jetzt kein Kindercomic, würde ich sagen. Der richtet sich schon auch an Kinder und Jugendliche oder an Jugendliche vor allem, aber der wird jetzt auch auf dem Markt, glaube ich, nicht, oder das kann ja Sarah sagen, die wird den jetzt nicht bei Kindercomics einordnen, wahrscheinlich in ihrem Ladenordnungssystem. Weiß ich jetzt nicht genau. Also da haben wir auch, Sachen sind einfach fließend. Und was auch fließend ist, und das finde ich total interessant, ist der Übergang zwischen Illustration, klassischer Kinderbuchillustration, whatever that is, und Comic. Also wir haben, das liegt bei uns auch daran, dass ich aus Frankfurt komme, relativ guten Kontakt zu Leuten, die eigentlich aus der Kinderbuchszene bekannt sind. Also wie Anke Kuhl und Philipp Wächter zum Beispiel. Wir hatten jetzt eine Illustration von Thomas Müller aus Leipzig, der jetzt nicht bekannt ist für Comics, würde ich sagen. Wir haben Axel Scheffler drin gehabt, der sogar ein Cover gemacht haben. Das sind alles keine klassischen Comic-Leute. Anke Kuhl und Philipp Wächter haben inzwischen Comics veröffentlicht. Aber da ist die gegenseitige Neugier ist einfach total groß und das Potenzial bei manchen Leuten einfach auch riesig. Wir werden in der nächsten Ausgabe Jörg Mühle haben, auch jemand, den man bisher leider nicht von Comics kennt, weil der immer zu faul ist, welche zu machen, der aber, glaube ich, ein toller Comiczeichner sein wird, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Ja, liebe Sarah, dann geben wir den Staffelstab doch gern mal weiter. Wann ist ein Kindercomic eigentlich ein Kindercomic? Was muss es da auch wirklich mal so, ne, ich sag mal, auch von der Aufmachung her für Kriterien geben, damit es bei euch im Comicladen ja auch steht? Gerade so diesen Übergang zum Kinderbuch, zum illustrierten Kinderbuch, den stelle ich mir manchmal sehr schwer vor. Was ist ein Kindercomic, liebe Sarah? Also ein Kindercomic, also ich habe mir jetzt gerade mal, also Goldjunge, da hast du ganz recht, das würde ich jetzt tatsächlich nicht ins Kinderregal stellen, das hätte ich jetzt eher so Richtung Graphic Novel gestellt, weil die Zeichnungen halt sehr dunkel sind. Man muss aber auch fairerweise sagen, ich gucke bei Kindercomics, achte ich sehr viel auf meinen Geschmack, weil ich bestelle das, deswegen kann ich das ja auch machen. So, und wenn mir die Kindercomic-Zeichnungen gefallen, dann kommt der zu uns in den Laden. So, und ich bin ein ganz großer Fan von einfachen Zeichnungen, wo nicht ganz so viel los ist in den Panel, damit die Kinder nicht so stark abgelenkt sind, und von klaren oder von so klaren Strukturen. Zum Beispiel Kiste ist tatsächlich ein Dauerrenner in unserem Laden, und weil da die Struktur einfach sehr übersichtlich ist für die Kinder. So, und genau, das ist so, finde ich, wichtig, dass die Kinder einfach den Überblick nicht verlieren. Bei der Frage, was ist überhaupt ein Comic, sind sich ja viele schon nicht einig. Aber das ist schon so, jetzt aus dem Bauch raus gesprochen, also natürlich brauchen wir Panels, natürlich brauchen wir möglichst auch einen klassischen Sprechblasen, genau. Das ist schon so eine Voraussetzung, die gegeben sein muss, damit das überhaupt bei dir in die Auswahl kommt. Nee, also Da ist ja zum Beispiel der kleine Strubbel. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist ein Kindercomic. Das würde ich trotzdem als Comic einsortieren. Das ist, kommt ja komplett ohne Sprechblasen aus. Und was ich auch wieder sehr schön finde, weil dadurch können die Kinder sich eine eigene Geschichte ausdenken. Die Eltern können mit den Kindern zusammen eine Geschichte ausdenken oder die Eltern erzählen dazu eine Geschichte. Also da gibt es ganz viele Variationen, wie man dann diesen Comic lesen kann. Wir haben auch Bilderbücher im Laden von Reprodukt zum Beispiel. Nur ein einziger Tag heißt der Comic, glaube ich. Da geht es dann darum, dass die Kinder mal einen Tag bei jemand anderes sein wollen. Das ist wirklich mehr so wie in so ein illustrierte Novel quasi aufgebaut. So.
ich weiß nicht, ich so eine richtige Definition, aber ein richtig klassischer Comic hat Sprechblasen, finde ich. Kann ich schon auch gut nachvollziehen, was du da sagst, ja. Sag mal, Patrick, wie sieht es von deiner Seite aus, der du ja nun auch wirklich die Dinger machst, also auf der kreativen Seite dann auch steht, vielleicht, weil das so ein bisschen auch jetzt ja anklang, ein bisschen die Frage nach, was ist eigentlich denn auch ein guter Kindercomic? Denn nur weil man einen Comic macht und da vielleicht ein Kind vorne draufdruckt, ist es ja noch nicht zwangsläufig ein Kindercomic. Was muss denn aus deiner Sicht ein Comic erfüllen, damit er als Kindercomic durchgeht? Also wir haben, als wir angefangen haben, bei Reprodukt das Ganze programmatisch anzugehen. Also ich bin damals auch gefragt worden, eben als gar nicht als Autor, als Reprodukt überlegt hat, das jetzt genau als eigene Sparte zu machen, sondern als jemand, der eben aus dem Kinderbuchbereich kommt, aber auch Comics gemacht hat, um da eben auch ja ein bisschen in beratende Funktion vielleicht auch zu sein, aber eben auch ein bisschen im Lektorat mitzuarbeiten. Und ich erinnere mich, dass wir gemeinsam beschlossen haben, bei den Eigenproduktionen ganz klar zu sagen, wir machen keine Experimente, sondern wir halten uns einfach an die klassische Struktur, Panel nach Panel und Sprechblasen und so weiter. Denn uns war damals schon klar, wir, also mit unseren Büchern landen wir in Händen von Erstlesern. Also teilweise sind das ja Kinder, die überhaupt das erste Mal ein Buch lesen, aber es sind eben auch Kinder, die das erste Mal überhaupt einen Comic lesen. Das heißt, wir müssen denen sozusagen nicht mit einem Zeigefinger, aber wir müssen denen im Grunde das Comiclesen erstmal beibringen, bevor wir das brechen können. Das war so eine recht bewusste Entscheidung für so ein klassisches Format. Und aus meiner persönlichen Perspektive, deswegen freut mich das, Sarah, dass du das so auch so wahrnimmst, war das auch eine bewusste Entscheidung, sowohl auf der Textebene als auch auf der visuellen Ebene, die Kinder als LeserInnen nicht zu überfrachten oder zu überlasten. Das heißt also, sowohl nicht zu viele visuelle Informationen pro Panel und pro Seite, als auch nicht zu viele Textinformationen pro Panel und pro Seite zu geben für die Kinder. Vorhin fiel auch das Stichwort Farbe. Ist das auch ein bewusster Faktor von euch gewesen, was die Farbwahl angeht? Darf man Kindercomics nicht zu düster kolorieren? Ich glaube, das kann man machen und Kinder werden das sicherlich auch lesen, aber man muss es ihnen, glaube ich, eher näher bringen. Ich war gerade auf einem Kongress, da ging es genau um dieses Thema. Das ging eigentlich eher allgemein um Buchillustrationen. Aber die Erfahrungswerte sind halt die, also Farbe ist einfach raumgreifender. Ja, und wenn du so ein Buch aufschlägst, geht Farbe dir sozusagen vom Papier entgegen, während Schwarz-Weiß eher zurückhaltend ist und du musst sozusagen dem Papier entgegengehen. Und von daher ist es, glaube ich, tatsächlich besser, wenn man die Kinder kriegen will, das Ganze in Farbe zu gestalten. Ich habe jetzt zuletzt auch natürlich in Vorbereitung auf unser Gespräch heute durchaus das ein oder andere Kindercomic gelesen, auch natürlich immer zusammen mit dem Nachwuchs, damit die da auch gleich was von haben. Und ich frage mich so ein bisschen, wie sieht es eigentlich aus mit Protagonistinnen? Brauchen wir eine klar erkennbare Hauptfigur? Hilft das einer eventuellen Identifikation auch mit den Kids? Ist sowas wichtig? Jakob, die Frage würde ich gerne an dich mal weitergeben. Da du ja nun wirklich auch einen großen Überblick hast über generell Comics, brauchen wir klar erkennbare, vielleicht sogar sympathische Protagonistinnen in einem Kindercomic? Bei Polly diskutieren wir schon immer wieder die Frage, ob wir doch nicht mal eine Fortsetzungsgeschichte machen, wo wir dann liebgewonnene Charaktere dann wie weiter zeigen können. Aber bisher haben wir es nicht gemacht, weil wir denken, dass so ein halbes Jahr zwischen den Erscheinungsterminen dafür einfach zu lang ist. Deswegen machen wir immer abgeschlossene Geschichten. Deswegen habe ich jetzt, was Polle anbelangt, haben wir keine Erfahrung mit Identifikationsfiguren und mit Personen, die immer wieder auftauchen. Wir haben eine Rubrik von Leo Leowald, Sturmi, der kommt jedes Mal vor. Das ist aber, glaube ich, die einzige Sache. Ansonsten sind wir eher rubrikorientiert und gucken einfach, welche Comics wir in die Hände kriegen. Bei Yippie ist es so, dass man schon merkt, dass natürlich da geht's ja auch sehr ums Performative, also wie ein Comic auch präsentiert wird und dargestellt wird, dass es ganz klar über Sympathieträger funktioniert. Und das sind eigentlich regelmäßig
Wir haben von Thomas Wellmann, Nicolotte Mangold zum Beispiel, das sind Figuren, die einfach immer wieder auftauchen. Bei QRT ist es so, von Ferdinand Lutz und bei Rosa und Louis, bei Kiste ist es so. Also ich denke schon, dass auch das Denken in Reihen, da hat Patrick noch viel mehr Erfahrung, glaube ich, in Bezug auf Kindercomics schon, man sich viele Möglichkeiten einfach dann auch aufbaut, das dann weiterzuentwickeln und Kinder das mögen, da drin zu bleiben in diesem Universum und zu sehen, wie es weitergeht. Ja, also ich glaube schon, dass gut entwickelter Charakter total hilfreich ist, um bei Kindern gut anzukommen. Ja, Patrick, dann ist es natürlich eigentlich der ideale Zeitpunkt. Also gerade diese Frage Sympathieträger und wiederkehrende Figuren, gerade bei Comics, die natürlich jetzt nicht eben in jedem Monat neu erscheinen, sondern durchaus längere Zeiträume auch dazwischen haben. Wie sind deine Erfahrungen damit, fortlaufende Figuren zu benutzen, immer wieder zu benutzen? Ist das was einen guten Kindercomic auf jeden Fall hilft? Naja, also ich denke, also wenn du eine Figur hast, also mal ganz ehrlich, du wirst doch keine Geschichte lesen, wo der Typ dir unsympathisch ist, also ist ob ein Kind oder nicht, ja, also ich meine, und dann ist es natürlich so, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber bei mir ist das so, wenn ich jetzt selbst bei mir als Leser gucke, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, ich lese gern Krimis, wenn mir irgendein Inspektor oder eine Pathologin oder was auch immer gut gefällt, ja, dann möchte ich natürlich auch mehr davon lesen, ne? Und das ist, glaube ich, eine völlig natürliche Reaktion eines Lesers oder einer Leserin, und die sympathische Figuren zu schaffen, ich weiß nicht, ich ehrlich gesagt mache ich mir da gar nicht so im Vorwege Gedanken drüber. Also ich konstruiere die nicht danach, sondern bei mir ist es eher so, dass ich die Geschichten, als wir mit Kiste angefangen haben, haben wir zum Beispiel ganz klar gesagt, dass der Band für sich stehen muss, weil wir überhaupt keine Ahnung hatten, ob das überhaupt jemanden interessiert, ob da jemand noch einen zweiten Band von haben will. Und es gibt ja wirklich nichts Frustrierenderes, als wenn du sozusagen eine Geschichte, die auf drei Bände angelegt ist, dann beim Verlag nach dem zweiten Band eingestellt. Ja. Also für den Verlag macht das vielleicht dann tatsächlich aus irgendeinem finanziellen Grund Sinn, wenn es so schlecht verkauft wird. Für die 500 Leute, die dann die ersten beiden Bände gelesen haben, ist das der Megafrust. Und deswegen haben wir eben zu Anfang, als wir da überlegt haben, wir machen da eigene Bücher, haben wir schon darauf geachtet, dass die Geschichten, also sowohl eben bei Kiste jetzt als auch bei anderen Bänden, also bei den Eigenproduktionen jetzt in sich abgeschlossen sind. Wie sieht's eigentlich aus mit dem Thema Sprache? Wir können so einen Kindercomic ja, weil wir ja gemeint hatten, er soll zugänglich sein, ja sprachlich nicht allzu komplex gestalten, je nachdem, was die Zielgruppe ist. Wie gehst du beim Schreiben der Comics daran, dir Gedanken über die Sprache zu machen? Gehst du das über das potenzielle Alter? Oder wie näherst du dich dem Thema Sprache in dem Comic? Ja, also tatsächlich ist es ja so, dass ich Comics ja im Grunde als Gegenmodell zum Erstlesebuch schreibe. Und wenn du dir, ich weiß nicht, wie alt deine Kinder sind, aber wenn du so ein Erstlesebuch mal in den Händen gehalten hast, also Leserabe und ja, was es da alles gibt, Leselöwe und diesen ganzen Quatsch. Ich habe also leider zu viele von diesen Büchern illustriert, die ja den Kindern das Lesen eher abgewöhnen, als sie dafür begeistern. Die haben halt den Nachteil, es ist eine sehr überschaubare Menge Text, die Autoren zur Verfügung haben und Autorinnen und warum auch immer, wird von den Verlagen dann auch verlangt, dass die Illustrationen den Text nicht ergänzen, wie wir das im Comic so schön haben, sondern spiegeln. Ja, also das heißt also, die inhaltlichen Informationen, die du in so einem Erstlesebuch bekommst, bei dem Volumen, was die Kinder lesen können, ist nahezu gleich null, ja, im Vergleich zu dem, was ihnen vielleicht sogar schon vorgelesen wurde vorher von ihren Eltern. Und da haben wir sozusagen, ja, also das ist eine hohe Diskrepanz. Und beim Comic wissen wir ja, ist die Handlungsebene ja vornehmlich auf der Bildebene. Das heißt, du hast ja schon kannst unendlich viel Geschichte in so eine Geschichte in so ein Buch stecken, in so ein Comic, ohne die Kinder mit Worten zu überfrachten. Und das heißt, ich mache mir bei den Dialogen eigentlich so gut wie überhaupt keine Gedanken mehr darüber. Zumindest nicht, ich achte eher darauf, ob die Sprache zu den Figuren passt, nicht so sehr, ob die Formulierung vielleicht die Kinder überfordert, so gesagt vielleicht, ja.
Ich würde da gern direkt ergänzen, weil ich finde es total wichtig, was Patrick da gerade sagt. Also zwei Sachen dazu. Das eine ist, vor allem bei Polle diskutieren wir weit intensiver das Lettering als die Sprache. Mhm. Weil die Sprache, das sind alles Profis oder die meisten sind Profis, die machen das, so wie Patrick das schildert, total gut. Wir achten vor allem Wiebke, die ist da wirklich knallhart, total auf Lesbarkeit. Also Lesbarkeit von den Buchstaben. Ja, also Lettering ist total wichtig. Deshalb musste ich lernen jetzt bei der Polle-Produktion. Die Sprache selber, das soll man Kinder, glaube ich, nicht unterschätzen. Also man soll sie auch nicht langweilen und man soll nicht, also ich finde dieses Kriterium, das Patrick gerade gesagt hat, es muss zu dem Charakter passen. Das finde ich entscheidend. Dann kann der Charakter durchaus auch mal was erzählen, was man nicht unbedingt sofort versteht. Ich glaube, das ist der Vorteil vom Comic, dass man dann aber nicht sofort aus der Geschichte rausfliegt, wenn man das nicht versteht. Und das Tolle an Comics ist ja, dass Kinder und auch Erwachsene das durchaus wiederholt lesen, auch ein zweites und ein drittes Mal, und sich so nach und nach dann Bedeutungen konstruieren lassen durch die Leserinnen und Leser. Ich erinnere mich noch genau, ich erinnere mich ja nicht viel in meiner Kindheit, aber ich weiß noch genau, als ich Asterix und die Goten gelesen habe, da gab es immer so Passagen in Frakturschrift, immer wenn die Goten geredet haben, und das konnte ich einfach nicht lesen. Das habe ich einfach nicht verstanden. Und es hat mich aber nicht gestört. Und irgendwann, als ich dann ein bisschen älter war und zum 72. Mal es gelesen habe, konnte ich es dann auch lesen und habe mich dann auch gefreut, es lesen zu können. Aber es hat mich jetzt nicht davon abgehalten, den Comic zu lesen und gut zu finden. Man kann den Kindern da ruhig was zumuten. Also so, ich merke das zum Beispiel auch beim Märchen vorlesen. Also die Grimmschen Märchen kann man einfach so vorlesen, in der Sprache von Grimm. Dann verstehen die Kinder nicht jedes Wort und trotzdem checken die total, um was es geht. Und aus dieser Sprache entsteht dann selber nochmal so ein ganz bestimmter Klang und so eine ganz bestimmte Atmosphäre, die einfach im Idealfall der ganzen Sache nochmal so einen Zauber verleiht. Das heißt also, Patrick hat auch gemeint, dass ja, wenn er dann schreibt, diese Sachen, wir da letztlich eine Sprache finden wollen, die zu den Figuren passt, damit die halt einfach gut ist. Dazu muss man sich aber natürlich auch in so Kinder hineinversetzen können. Deswegen nochmal kurz die Frage auch an Patrick. Ist es da schon gut, wenn man auch einen Kontakt irgendwie hat zu Kids, die man ja hier quasi auch als schreibt, also wo die Protagonistinnen ja eben auch Kinder sind in vielen Fällen, um da eben nicht so diese Connection zum Publikum zu verlieren. Ist es gut, wenn man Kontakt zu Kindern hat, wenn man Kindercomics schreibt? Es hilft. Es hilft vor allen Dingen auch, wenn du immer noch Kontakt zu deinem eigenen inneren Kind hast. Also ganz ehrlich, die meisten Geschichten, ist vielleicht auch fast ein Klischee, aber die meisten Geschichten adressiere ich eigentlich an mein eigenes inneres Kind. Also deswegen sind auch die meisten Protagonisten bei mir eben tatsächlich Protagonisten, nicht Protagonistinnen. Ja. Denn ich eigentlich adressiere ich in erster Linie, also entertaine ich den siebenjährigen oder achtjährigen Jungen in mir. Und ja, von daher, dieser Kontakt ist, glaube ich, gut. Aber es hilft, gebe ich auch zu. Ich glaube, was bei Kiste noch hinzukommt, sind halt die aus dem Alltag gegriffenen Situationen, die sehr oft tatsächlich auch aus meinem Erfahrungsblick als Vater kommen, ja, mit meinen Kindern. Also ich habe sozusagen beide Perspektiven. Also ich kann sozusagen den Frust der Kinder immer noch sehr intensiv nachvollziehen, was tatsächlich als Vater schwierig ist. Also meine Frau meinte auch mal irgendwann zu mir, sie hätte jetzt auch keinen Bock, hier mit drei Kindern am Tisch zu sitzen. Also dass ich tatsächlich Situationen hatte, wo ich, sagen wir mal, mich zurückhalten musste, nicht auch anzufangen, mit Essen zu werfen. Ja? Also weil ich einfach dachte, ja, super. Mhm. Aber man muss ja als Erwachsener dann doch irgendwie auch eine gewisse Vorbildfunktion haben und dann sagen, ja. Das ist jetzt irgendwie eher nicht so toll. Mhm. Genau, aber wie gesagt, diesen Kontakt zu meinem inneren Kind, der ist halt noch da, aber ich habe eben auch die andere Perspektive und genau, deshalb, das fließt dann eben beides in die Geschichten mit ein natürlich. Liebe Sarah,
Wir haben uns jetzt schon drüber unterhalten, was einen guten Kindercomic auszeichnen kann, wie viel vor allem auch Gedanken man natürlich vorab und im Produktionsprozess generell in diesen Comic mit einfließen lässt. Wir haben schon erwähnt, dass es, um jetzt hier beispielsweise Tritt mit Tropf zu erwähnen oder ganz aktuell auch diesen, wie heißt der, Babette und mit Skelette, da kannst du mir auf die Sprünge helfen, lieber Jakob. Boris Babette und lauter Skelette. Der jetzt ja auch diesen Wasser Kinder und Jugend Preis bekommen hat, Buchpreis bekommen hat. Also es gibt ja richtig tolle Kindercomics, die auch alle ausgezeichnet werden. Aber das ist irgendwie ja nur die eine Seite des Marktes, wenn wir dieses böse Wort mal benutzen wollen. Du bist diejenige, die dann ja auch im Laden bei euch steht und sieht, wer die Comics dann tatsächlich kauft. Was sind die ja wirklich Kassenschlager? Und da frage ich mich dann auch, was für eine Auswirkung hat es denn dann eigentlich noch, wenn da ein Preis beispielsweise verliehen worden ist oder die Presse besonders gut über ein Werk geschrieben hat. Deswegen würde ich gerne mit dir jetzt mal ein bisschen über die Verkaufsseite sprechen. Du hattest gemeint, dass es ihr durchaus auch Kinder habt, die kommen über Jahre hinweg immer wieder zu euch und kaufen dann auch verschiedene Sachen. Wonach berätst du die eigentlich? Fragst du die, wie so Erwachsene auch, nach ihren sonstigen Lesegewohnheiten? Oder ist es das Alter oder so generell, sag ich mal, ein gewisses kognitives Level klingt jetzt ein bisschen abgehoben, aber wonach berätst du eigentlich vor allem die Kids und meinetwegen auch die Eltern, die dazugehören? Das muss man tatsächlich unterschiedlich beraten. Also Kinder, vor allem wenn die noch relativ jung sind, haben ja noch kein Leseverhalten im klassischen Sinne. Da frage ich dann mehr so, was die mögen, was sie so sich im Fernsehen angucken zum Beispiel oder was sie ganz toll finden, wie Einhörner oder Drachen oder sowas. Und guck dann halt, welche Comic-Geschichte dazu passt. Bei den Eltern muss ich dann halt fragen, was das Kind denn eben gut findet. So, das sind manchmal spannend, wenn dann Eltern mit Kindern da kommen und dann ganz unterschiedliche Antworten kommen. Genau, aber das ist so der wesentliche Unterschied. Wie sieht das aus mit so fortlaufenden Geschichten? Ist das ein Konzept, das im Verkauf auch gut funktioniert? Teils, teils. Also ich mag tatsächlich das Konzept von Kiste, dass man jeden einzelnen Band für sich abgeschlossen lesen kann. Man kann ihn aber auch in Reihenfolge lesen, genauso wie mit Hilda. Da funktioniert das ja auch und das finde ich persönlich besser für Kinder, weil die eben diese Ausdauer nicht haben, ein Jahr zu warten, bis dann der nächste Band kommt. Da sind die Interessen ja auch schon wieder ganz anders. Also Kinder haben ja Interessenwechsel, wie andere ihre Unterwäsche wechseln. Und aber so Margot Malot zum Beispiel ist ein fortlaufender Comic, läuft auch sehr gut trotzdem. So, wobei da halt dann die Kinder regelmäßig kommen und fragen, wann denn endlich der vierte Band kommt. Also kriegst du schon, das wäre nämlich gleich die nächste Frage, auch so Feedback zu dem Gelesenen, die kommen dann wieder und meinen, es hat mir gut oder nicht so gut gefallen und dann kannst du da entsprechend dann weiter beraten. Genau, also im besten Fall. Es gibt natürlich Kinder oder auch Eltern, die kommen nie wieder. Aber ich bitte dann auch immer darum, so hey, wenn ihr dann das nächste Mal wiederkommt, erzähl mir doch mal, wie du das gefunden hast. Weil ich brauche ja auch das Feedback, damit meine Beratung besser wird. So, und doch, das vor allem die Kinder machen das eigentlich schon. Hast du dann auch bei eurem Publikum das Gefühl, dass gerade wenn dann die Eltern beispielsweise auch involviert sind, dass die gemeinsam mit denen lesen und irgendeine Form von Austausch stattfindet? Oder werden die Kinder in ihrer Comicwelt allein gelassen? Das kommt immer ganz drauf an, ob die Eltern Comics lesen oder nicht. Also wenn jetzt Eltern dabei sind, die auch Comic begeistert sind, dann die lesen mit den Kindern zusammen und erforschen die Geschichten und die Welten gemeinsam. Aber es gibt auch durchaus Eltern, die einfach nur wollen, dass ihr Kind liest und halt die Hoffnung haben, dass ein Comic der Einstieg ist, dass das einfacher ist zu lesen als Buch. Gerade wo du sagst Einstiegscomic, da gibt es doch bestimmt nicht wenige Fälle von Eltern, die in euren Laden kommen. Ja, hier, gib mir mal bitte mal den neuen Asterix, den haben wir immer schon gelesen wegen Lateinisch und so. Und hier, kauf mal, jetzt will ich, ist für meinen Fünfjährigen. Wie reagierst du in so einem Moment? Na, das ist immer situationsbedingt, glaube ich. Also Asterix an sich geht ja auch. Geht auch. Ich habe halt das Glück, dass ich das alles in einem Regal habe und dementsprechend kann ich dann sehr zügig auf noch passendere Geschichten zeigen und sagen, hier, wenn Asterix nicht gerade der Band da ist, den du haben möchtest, probier's doch mal damit. So, und da versuche ich dann immer schon so eine
einen Bogen zu schlagen. Man darf es halt nicht zu sehr mit der Schaufelhau drauf machen, weil sonst sind die Eltern abgeschreckt und gehen wieder. Bei euch im Fachhandel ist ja der große Vorteil auf jeden Fall auch die Beratung, dass man da eben wirklich so ins Detail gehen kann und kriegt da eben auch, ne, eben Inspiration, allein schon auch was die Portfolioauswahl angeht, die bei euch im Laden halt steht. Wenn man da eben jetzt mal was kaufen will oder beispielsweise auch ein meinetwegen Geschenk für ein Kind oder sowas möchte. Kannst du dein Publikum insofern ein bisschen einschätzen, ob sich das unterscheidet von einem Publikum, das beispielsweise Kindercomics im sonstigen Buchhandel kauft oder meinetwegen auch im Internet oder gar im Supermarkt einfach die dünnen Heftchen mitnimmt? Kannst du da eine Unterscheidung machen, welches Publikum ihr da eigentlich konkret habt? Ist das schon das interessierte Fachpublikum? Ich würde schon sagen, ja, aber wir haben durchaus auch Eltern, die einfach gar keine Ahnung haben. Und dementsprechend dann lieber in den Fachhandel gehen, weil sie da die Hoffnung natürlich haben, die ja auch bestätigt wird, dass sie dort beraten werden und nicht völlig alleingelassen werden in diesem Universum. Wir hatten ja auch von dieser Transition gesprochen, also dass der Nachwuchs, um den es mir ja eigentlich irgendwie auch ein bisschen geht mit dieser Runde heute, denn eben also quasi neue Leute für die Szene meinetwegen gewonnen werden. Wie sind da so deine Erfahrungen? Gibt es da so typisches Alter, wo die dann vielleicht aufhören, Comics zu kaufen und wieder einsteigen? Oder gibt es vielleicht einen Trend darin zu erkennen, dass man die am Ball hält, indem man den einfach mal vielleicht ein anderes Genre vorschlägt oder so? Wie sieht das aus? Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen von deinen Erfahrungen darin, wie dieser Übergang einfach vom Kindercomic zum Erwachsenencomic, was auch immer das ist, wie das so abläuft. Hast du da irgendwelche Erfahrungswerte, wie man die Kundschaft am Ball behält? Also die meisten, wenn Kinder, die ins Teenageralter kommen, wechseln zum Genre Manga oder zum Medium Manga. Und entweder wechseln sie dann irgendwann so mit Anfang, Mitte 20 zu den Graphic Novel oder zu den alternativen Comics, sage ich jetzt immer. Also ich meine damit sowas wie The Boys zum Beispiel oder die Mythen der Antike oder solche Sachen von Splitter. Oder sie bleiben beim Manga. Gibt es dann auch die dann irgendwann auch die keine Ahnung, autobiografische Graphic Novel dann da auch switchen? Oder ist das schon wieder ein Publikum, das wieder später eingestiegen ist? Oder meinetwegen ein ehemaliges, keine Ahnung, Lucky Luke Asterix Publikum? Kann man diese Unterscheidung überhaupt vornehmen? Nee, ich glaube nicht. Das ist glaube ich, so ein fließender Übergang irgendwann. Also, ja. Wie gesagt, Manga-Leser gehen entweder wieder zurück zum Comic oder bleiben beim Manga. Und Kinder, die am Ball bleiben, steigen tatsächlich nicht sofort mit den Erwachsenen-Comics, so wie du das ja so schön gesagt hast, ein, sondern wechseln tatsächlich immer erst, also meiner Erfahrung nach, immer erst zum Manga, bevor sie wieder irgendwo anders hin switchen. Gibt es da eigentlich auch diese klassische Lesefaulheit, dass man halt, keine Ahnung, Vorurteil jetzt, während der Pubertät eher nicht mehr so viel liest? Gibt's das? Also mein Stiefsohn, ja, okay. Der ist jetzt 15, also unsere Wohnung steht ja voll mit Comics und Manga, das interessiert ihn überhaupt nicht. Aber es gibt durchaus auch sehr viele Teenager, die lesen. Die kommen durch die Anime dann halt dazu, ne? Die gucken dann Anime und denken sich dann so, oh, das will ich aber auch mal lesen, und die kommen dann halt so. Und gibt es da irgendwelche Tricks als Verkaufende, wenn halt die Eltern kommen und die wollen ihr Kind jetzt aus der Lesefaulheit rausreißen, wie das gelingen kann, die meinetwegen an den Comic ranzuführen? Also was da muss es meinetwegen ein Manga sein mit wirklich wenig Text und viel Bild? Ist das ein Trick? Also bei Manga wäre das einfach die Frage, welche Anime hast du schon geguckt? So. Und wenn das Kind dann sagt, oh, ich habe Naruto jetzt letztens gesehen, dann drücke ich ihm das Naruto-Band in die Hand. So, weil der Manga ist immer noch mal ein bisschen detailreicher als der Anime. Und meistens steigen die dann tatsächlich auch ein. Verstehe. Ja, dann noch eine wirklich ganz wichtige, aber auch heikle Frage, nämlich die des Preises. Kindercomics kommen ja wirklich in jeder Preiskategorie daher. Die sind von sehr günstig Mitnehmware mal eben so, bis hin zu teuer, exklusiv und dick im Sammelband. Wann ist ein Kindercomic zu teuer, frage ich mich. Ist er dann zu teuer, wenn er nicht mehr vom Taschengeld bezahlt werden kann, sondern nur durch die Eltern? Oder ist das überhaupt nicht relevant, weil der Comic als Buch, als meinetwegen wertvoller Gegenstand, der sowieso tendenziell immer von Eltern gekauft wird? Kann man da sowas sagen? Wann ist ein Comic zu teuer? Hast du da Erfahrungswerte? Also ich finde die Comics nicht zu teuer.
die wir haben. Ich würde sagen, zu teuer würden sie, wenn sie dann irgendwann so ab 30 Euro aufwärts verkauft werden würden. Mhm. Aber so der Durchschnittskindercomic liegt ja zwischen 10 und 20 Euro. Das finde ich persönlich völlig in Ordnung, weil tatsächlich die Eltern das kaufen. Das machen nicht die Kinder. Die Kinder kaufen sich dann später die Manga alleine, noch im Taschengeld, weil die Eltern damit nichts anfangen können. Aber Kindercomics werden immer von den Eltern gekauft. Okay, das heißt, dieses Taschengeldargument ist gar nicht so stark, wie es manchmal klingt, richtig? Also nicht bei uns im Laden, kann ich jedenfalls nicht beobachten. Ach, da fällt mir gerade noch ein, weil ich dazu auch Unterschiedlichstes gehört habe, das dann auch, um vielleicht diesen Blog vorläufig abzuschließen. Es gab ja vor kurzem, oder gibt es wahrscheinlich, glaube ich, immer noch, ich kenne es gar nicht so, diesen Kulturpass. Diese Geschichte, wo junge Menschen, ich glaube, zum 18. Lebensjahr einen Betrag X bekommen, den sie für kulturelle Dinge benutzen können. Und dann gibt es, glaube ich, auch durchaus Fälle, die den nutzen, um halt jetzt mal eben die Manga-Sammlung aufzustocken. Habt ihr da Erfahrung gemacht, wie erfolgreich war dieser Kulturpass für euch? Er wäre theoretisch erfolgreich gewesen, wenn die Anmeldung und Registrierung nicht so kompliziert gewesen wäre. Mhm. Also da, ich sitze da auch immer noch dran. Also muss ich ehrlich sagen. Ach, ihr als Händler quasi, dass ihr überhaupt mitmachen könnt. Also wir wollten da gerne mitmachen, weil das ist ja, auch wir haben ja eben viele junge Leser so, und aber das ist, also da müsste man jemanden hinsetzen, der sich nur damit beschäftigt, und das können wir einfach nicht. Okay, krass, hätte ich nicht gedacht, dass es so aufwendig ist. Das ist ja wohl dann scheinbar am Ziel vorbei. Schade. Also jedenfalls für die Kleineren. Die Großen, die so Hugendubel oder Thalia oder so, die machen da ja richtig erfolgreich mit. Die können sich das halt aber auch leisten, da jemanden hinzusetzen, der sich damit beschäftigt. Okay, vielen Dank. Gerne. Lieber Jakob, ich würde gerne nochmal auf das Thema Manga kurz zu sprechen kommen. Denn ich habe wirklich den Eindruck, dass Manga ist auf jeden Fall the place to be. Manga ist auch mit der Grund, warum sich viel Comic-Fachhandel überhaupt noch halten kann, weil dort im großen Stil abverkauft wird. Ich bilde mir ein, das ist das, was ich zuletzt gelesen hatte, dass 4 von 5 verkauften Comics in Deutschland im Fachhandel inzwischen Manga sind. Manga ist also wirklich das Ding und eins mit der letzten wachsenden auch Standteile der Branche. Und deswegen würde mich mal interessieren, ob ihr bei Yippie und auch bei Polle, ob da Manga eine Rolle spielen kann oder vielleicht auch tut. Habe ich da irgendwas verpasst? Welche Meinung hast du da zu Manga und insbesondere auch zur Frage Kindermanga? Gibt es da irgendwas bei euch? Findet das bei euch statt? Also meine Meinung zu Manga ist, ich finde es total super und faszinierend, und ich war in der Jury in Leipzig für diese Leseeule oder wie das heißt, und da wurden uns 30 Bücher eingereicht, die irgendwas mit Comic zu tun haben sollten, und das war wirklich erschreckend, was da auf dem Tisch lag. Aber man kann sagen, alle Manga zum Beispiel, die da waren, waren super. Ja, also das ist, finde ich, eine Kultur, die, wo es ganz viel qualitativ hochwertige Sachen gibt. Es ist eine Welt, die ich noch nicht so ganz verstehe und wo ich auch nicht so richtig voll drin bin. Aber die Sachen, die mit denen ich mich dann beschäftige, die überzeugen mich fast immer. Es gibt zwei Dinge, drei Faktoren, die dagegen sprechen, dass es bei Polle und bei Yippie vorkommt. Das eine ist, was gegen Yippie spricht, ist, dass Manga sich auch dadurch auszeichnet, dass es sehr schnell und sehr umfangreich erscheint. Meistens. Also es gibt auch so kunstvolle Manga, die dann eher an Graphic Novel erinnern, also an längere Formate einfach und an abgeschlossene Bände. Aber ich habe das Gefühl, diese Erscheinungsweise von zweimal im Jahr 52 Seiten und Manga, das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Das Zweite, was dagegen spricht, ist, dass natürlich tatsächlich immer noch die Mehrzahl der Manga, die toll sind, nicht aus Deutschland kommt und auch nicht aus Österreich oder aus Frankreich, sondern aus Japan. Und die sind echt schwer zu kriegen. Also die sind schwer, was so Lizenzen anbelangt, zu bekommen. Da muss man schon ganz schön gut vernetzt sein und drin sein. Und das Dritte ist, dass, was Yippie anbelangt, wir hatten beim letzten regulären Festival Christina Blacker eingeladen, eine deutsche Mangaka. Für die war das völlig neu, Manga irgendwie live zu performen. Also die hatte
die kam wirklich mit ihrem Comic her und dachte, wir legen das jetzt irgendwie unter eine Kamera und blättern den dann durch. Also die hatte keine vorbereiteten Panels und so, was ich überhaupt nicht schlimm finde, was aber zeigt, dass Manga im performativen Bereich ganz anders funktioniert. Eher über Cosplay und eher über eigens kreierte Messen, aber nicht so dieses, was wir bei Yippie machen, dass wir mit Musik und mit Stimmen, mit vorbereiteten Lesungen versuchen, die Leute zu unterhalten. Es war trotzdem ganz witzig. Die fing dann halt an zu zeichnen und die ganzen Fans fingen dann auch an zu zeichnen. Das finde ich immer total super. Aber es ist jetzt nicht so, dass sich diese eigene Kultur der Manga einfach so eins zu eins übertragen lässt in diese Mini-Nische, die wir bespielen. Wenn ich da noch was zu sagen kann, ich bin in dem Bereich jetzt auch nicht so firm. Ich habe zwar auch ein paar Manga-Serien gelesen und mein Sohn ebenfalls die ganzen klassischen Geschichten Naruto, Dragon Ball etc. Aber ich hatte mal vor, ich glaube, 2 Jahren oder so ein Gespräch mit einer Comic-Journalistin, die auch für Tokyopop gearbeitet hat und die eben auch Schwerpunkt Manga hat. Und sie meinte zu mir, was sie halt vermisst, sind Mangas für Kinder, zumindest hier in Deutschland. Das heißt, also wenn wir hier von Kindercomics sprechen, gibt es, glaube ich, also wenn ich ihr da Glauben schenken darf, und das tue ich einfach mal, wenig Material in dem Bereich, vor allen Dingen, was Jakob schon meinte, vor allen Dingen wenig bis gar nichts, was im Grunde von deutschsprachigen Mangaka produziert wird. Was natürlich dann schwierig ist, wenn man Veranstaltungen machen möchte oder eben so wie Kiebitz sich auf die Fahne geschrieben hat, ausschließlich originäre Stoffe zu machen und keine Lizenzen zu kaufen. Ja. Sarah, wie sieht das aus? Kindermanga? Gibt's sowas? Ja, also grundsätzlich aktuell noch nicht so viel, da gebe ich recht, aber der Carlsen Verlag hat jetzt ein paar Manga in ihrer Vorschau für nächstes Jahr, die definitiv für 6-Jährige geeignet sind und auch mit dem Schwerpunkt. So, als Carlsen sich jetzt auf die Fahne geschrieben hat, eben weil die das auch gemerkt haben, es muss mehr für das jüngere Publikum her. So, da arbeiten die jetzt daran. Und deutschsprachige Mangaka gibt es tatsächlich immer mehr. Also ich weiß nicht, wir den Ultraverse Verlag, den kennt ihr ja wahrscheinlich zumindest vom Hörensagen, die haben nämlich da mittlerweile ein sehr gutes Portfolio, was deutschsprachige, also meistens kommen die ja aus entweder Österreich oder Deutschland, die Mangaka, die da sehr gute Sachen abliefern, wo man den Unterschied auch nicht mehr zwingend erkennen kann, dass es nicht aus Japan ist. Klar, aber die targetierte Audience sind ja in meiner Beobachtung eher Gleichaltrige. Genau, also ich habe so das Gefühl, diese Generation muss noch ein bisschen wachsen und selber Eltern werden, um dann zu denken, vielleicht mache ich doch mal was für meine Kinder oder so. So, es ist ja nicht selten eine Motivation für einen Künstler, jetzt in dem Bereich sich thematisch mal umzuschauen. Und das, aber vielleicht irre ich mich da auch und vielleicht gibt es da welche, die einfach unter dem Radar hinweg. Es gibt zum Beispiel David Filecki, der ja auch einen sehr guten Manga-Stil hat, so, und stimmt, der auch jetzt mit einem, war das ein YouTuber? Ich bin mir gerade nicht sicher, zusammengearbeitet hat und da jetzt auch einen Comic rausgebracht hat, der halt offiziell als Comic, glaube ich, läuft, aber es ist irgendwie doch sehr Manga-lastig von den Zeichnungen her. Ist auch für junge Menschen. So. Ja, der David Filecki hat für diesen Comic von Melanie Garani und Andreas Steinhöfel, dieses völlig Mischucke, hat er die Manga gezeichnet, die da drin vorkommen, weil einer der Protagonisten Manga zeichnet. Das ist nur ein Klugscheißer. Einwurf von der Seite. Also das kann schon sein, dass sich da was entwickelt. Ich fände es total gut. Ich musste vor kurzem die Frage beantworten, ob ich noch irgendwelche Wunschzeichner oder Zeichnerinnen für Polle hätte. Und da habe ich auch 2 Manga-Zeichner genannt. Das war eher zufällig. Also den Zeichner von Asadora, das ist bei Carlsen erschienen, was ich fantastisch finde. Und den Zeichner von Sunny, was so an der Grenze oder was wir wahrscheinlich in Polle nicht mehr bringen würden, aber bei Yippie vielleicht noch gerade so. Aber ja, Manga bleibt spannend. Manga bleibt spannend und es klingt vor allem so, als wäre da was auf dem Weg, um dann da auch ein bisschen eine jüngere
ja, einfach jüngeres Publikum noch zu erreichen. Dann fällt mir natürlich auf, wo kommt eigentlich in einem vielleicht Comic nicht so interessierten Familienhaushalt Comic noch vor? Und dann, ich hatte es hier und da schon mal erwähnt, muss man natürlich auf diese Mitnehmware im Supermarkt zu sprechen kommen. Diese, soweit ich weiß, oft von, ich glaube, Blue Ocean Entertainment heißt dieser Verlag, die oft dann auch Franchise-Produkte in Kombination mit unfassbar viel Spielzeug, das sind eigentlich halbe Wundertüten, in die Supermärkte bringen. Aber auch da ist eine zumindest kleine, aber nicht zu unterschätzende Menge Comic mit drin, die hoffentlich auch irgendwie eine Art von, ich nenne es mal, Einstiegsdroge in den Bereich Comic sein kann. Gerade auch, weil diese Kombination mit halt eben bekannten Marken unter Umständen funktioniert. Da habe ich leider so gar keine Erfahrungswerte, sehe halt nur, dass es seit vielen Jahren teilweise immer größer werdende Bereiche in Supermärkten sind. Ich stelle jetzt mal ganz offen die Frage in die Runde, ob da irgendjemand von euch Erfahrungswerte hat, wie diese Mitnehm-Comics im Supermarkt so funktionieren und ob man die überhaupt hier im Bereich Kindercomic mitzählen darf oder ob das eigentlich Werbung ist und deswegen reden wir nicht drüber. Also ich selber sehe die ja auch immer nur in dem Kiosk. Ich glaube, das ist wirklich dann mehr so für die ganz Kleinen, die da mit anfangen, kann ich allerdings jetzt nicht beantworten. Also die dann auch das gebundene Buch dann irgendwann kaufen. Also ich denke, also ich habe so ein bisschen Erfahrung damit, aber leider eher von der Produzentenseite her, also was die Bedingungen, die finanziellen Bedingungen angeht, was die Bezahlung der Zeichner und ZeichnerInnen angeht und auch zum Beispiel in Bezug auf zum Beispiel die drei Fragezeichen-Kids, dass sozusagen der Niedriglohn, für den die Zeichner dort in Spanien Sachen erstellen, als dann auch sozusagen zurückgeworfen wird auf die ZeichnerInnen der regulären Reihe hier in Deutschland, was Probleme aufwirft. Also das sind so Themen, durch die ich mit dem Ganzen in Berührung gekommen bin. Nichtsdestotrotz denke ich, dass zumindest bei diesen Markengeschichten, wie jetzt bei den drei Fragezeichen Kids, wo du in dem Heft dann neben dem Detektivspielzeug eben auch durchaus einige Seiten Comic hast, der eben stilistisch auch eben nah an den Comics der drei Fragezeichen Kids dran ist und oder eben auch an den Illustrationen der Buchreihe. Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass da die Eltern sagen, ach komm hier, jetzt schenken wir dem Kind mal die Buch davon und dass die Kinder dadurch eben auch leichter Einstieg in die Geschichte finden. Ob sie das dann gut finden oder nicht, das hängt dann von der Geschichte ab. Aber da, in diesem speziellen Falle, glaube ich, dass so eine Kette wirken kann. Ja, man hört da so viel. Ich habe vor einigen Jahren inzwischen schon ein Gespräch geführt mit dem Horst Gotter, einer der beiden Verleger vom Splitter Verlag, der darin eigentlich nur kritisch sieht, dass das Verhältnis von Gimmick und Comic sich leider total gewandelt hat, währenddessen in einer ursprünglichen, es wird wahrscheinlich so 80er, 90er gewesen sein, Mickey Mouse, das halt vor allem erstmal der Comic war mit dann irgendwie einem Spielzeug, ist inzwischen das Verhältnis ja komplett andersrum. Ich habe die Tage hier was von den Power Rangers gekauft, weil meine Kids da voll Bock drauf haben. Da ist halt Power Ranger Spielzeug dabei und dann irgendwo auch so 2, 3, 5, 6 Seiten Power Ranger Comic. Aber einfach das Verhältnis dreht sich halt ein Stück weit. Man hat eher so das Gefühl, als würde ich da letztlich eine Wundertüte kaufen und das Gimmick wäre inzwischen der Comic, was ich schade finde. Aber hey, wenn das dafür sorgt, dass Comics in Kinderzimmern stehen, sei es eben diese, und dafür sorgt, dass vielleicht hoffentlich irgendwer was damit verdient. Ich hoffe, dass das mit diesem Loan-Dumping nicht so krass ist, wie du es jetzt angedeutet hast, Patrick. Dann wäre das schon schön. Hoffe ich auch. es gibt auch deutschsprachige Namen, von denen ich weiß, dass die da Dinge machen, aber ich glaube, das machen die nur nebenbei und nicht hauptberuflich. Ja, gut. Dann gibt es natürlich noch das wirklich, finde ich, absolut riesengroße Thema. Und auch da bin ich wieder sehr froh, dass ich hier zwei VeranstalterInnen mit an Bord habe und auch Patrick, der schon bei Kindercomic-Veranstaltungen dabei war. Es geht mir um Schulen, es geht mir um Lesungen an Schulen, es geht mir um Kindercomics als Schullektüre, wo ich ja immer noch so diese große Hoffnung habe, dass das irgendwie ein Weg sein kann, um junge Menschen mit Comics in Verbindung zu bringen. Ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit, habe ich digital gesehen, da war der Jakob mit dabei, eine Lesung an einer Schule. Das war auch dieser Mischugge-Comic war das, glaube ich. Lieber Jakob, da kannst du gerne mal kurz ausholen. Ich glaube, ich habe da eine Lesereise gemacht und das wurde dann in diesem einen konkreten Fall, ich weiß auch gar nicht genau, welche Schule das war, wurde das gestreamt, ich habe mir ein Online-Ticket gekauft und so. Vielleicht kannst du mal von deinen Erfahrungen berichten, falls da noch mehrere da sein sollten, lieber Jakob. Wie laufen denn so Lesungen an Schulen ab und sind das dann auch so Momente, wo die Kids halt Comics für sich entdecken können? Also Schullesungen oder alles in den Schulen ist total super.
Also da könnte ich jetzt stundenlang erzählen. Ich versuche das kurz zu machen. Also wir machen bei Yippie ist es immer Bestandteil des Festivals, dass wir die KünstlerInnen, die wir einladen, fragen, ob sie auch bereit sind, in Schulen zu gehen. Und dann arbeiten wir mit den Schulbibliotheken zusammen. Und es hat zwei immense Vorteile. Erstens erreicht man einfach viel mehr Kinder, die sich das dann einfach im Klassenverband angucken. Und es ist immer gut. Es funktioniert immer. Es gibt natürlich immer einzelne Kinder, die finden das noch toller als die anderen. Und es gibt auch welche, die finden es irgendwie langweilig. Aber das Feedback ist überwiegend immer stark und das ist großartig. Das heißt, man nutzt einfach so ein bisschen diesen fiesen Unfreiwilligkeitsrahmen und hat dann wirklich aber trotzdem viel Spaß dabei. Also ich kann mich an keine einzige Schullesung erinnern, die den Kindern oder den Jugendlichen keinen Spaß gemacht hat. Das zweite ist, liegt im ersten auch schon mit drin, dass man tatsächlich dann auch Leute erreicht, das schaffen wir über die Schulbibliotheken in Milieus, an die wir sonst nicht rankommen. Also wenn wir bei Yippie das machen, dann ist es in einem Museum, das ist ein angenehmer Partner, aber da kommt auch nur ein ganz bestimmtes Klientel, das muss man ehrlicherweise sagen. Und ich finde es großartig, dass wir da viel weiter aufgestellt sind. Und was man auch dazu sagen muss, ist, dass die Comiczeichnerinnen und Zeichner, die allermeisten sehr viel, sehr professionelle Erfahrungen damit haben, in Schulklassen was zu machen. Von Lesungen über Workshops bis zu über ein Halbjahr verteilte Projekte. Also viele der Zeichnerinnen brauchen das auch ökonomisch, dass sie Veranstaltungen machen und dass sie vor allem dann auch in Schulen gehen und die setzen das fantastisch um. Das heißt, man kann da auf ein hohes professionelles Niveau setzen. Das ist super. Was wir jetzt konkret bei Garanin und Steinhöfel gemacht haben, bei Völlig Mischucke, ist was ich auch immer wieder gerne ausprobiere bei Comics, die für ein bisschen ältere sind, ist, dass ich vorschlage, dass die Schüler und Schülerinnen das selber organisieren. Da jetzt in dem Fall war zum Beispiel die Schülervertretung, die SV, für mich Ansprechpartner. Ich habe denen das vorgeschlagen und dann haben die ab einem gewissen Zeitpunkt alles übernommen. Also die Moderation, die Fragen und dann auch die interaktiven Teile. Und das hat total gut funktioniert und bringt nochmal so ein anderes Commitment einfach mit rein. Und wir hatten das auch bei einer Veranstaltung zum Beispiel mit Barbara Jelin, wo es um ein historisch nicht ganz so einfaches Thema, nämlich den Holocaust ging, wo das auch eine Schulklasse vorbereitet hatte. Da hätten wir Gäste aus Israel da. Und es hat fantastisch funktioniert. Also stellt man einfach gute Situationen her. Man muss immer so ein bisschen aufpassen. Natürlich wird man dann von den Schülerinnen und Schülern auch schon im Schulkontext wahrgenommen. Da gibt es so ein natürliches Misstrauen. Damit muss man irgendwie umgehen. Aber in den meisten Fällen funktioniert es total gut und ist einfach dann auch ein Riesenspaß. Und es ist auch für die Zeichnerinnen und Zeichner meistens cool, weil sie dann halt in der Turnhalle ihren Comic vorlesen, wo 300 Kinder drin sitzen, die ausrasten. Ja, und es ist halt was, so Stadionrock braucht man auch manchmal, glaube ich, ja. Wie sieht das also vom Stoff her aus? Welche Stoffe bieten sich da am ehesten an? Sind es Dinge, die in irgendeiner Form auch im Lehrinhalt drinstecken oder doch irgendwie ganz freie Themen? Das ist ja das Tolle an Comic, dass es total unterschiedlich ist. Also was das Wichtigste ist, du brauchst Lehrer, die Bock drauf haben. Das ist das Entscheidende. Und dann spielt das Fach eigentlich fast keine Rolle mehr. Also du kannst so einen Comic je nach Altersstufe, also in der Grundschule ist es ja eh noch nicht so ausdifferenziert, was die Fächer anbelangt. Da kommt man einfach in die Grundschule und dann ist man da in der Aula oder in der Klasse und performt und alle freuen sich. In den weiterführenden Schulen ist es dann so, dass du kannst Goldjunge im Musikunterricht machen, du kannst Goldjunge im Kunstunterricht machen, du kannst Goldjunge sogar in POVI machen oder in Deutsch. Also das geht alles. Entscheidend ist der Lehrer oder die Lehrerin, die sagt, oh, da habe ich Lust drauf, das mache ich. Und wir hatten, das war ziemlich lustig, wir hatten einmal bei Yippie so ein Erste-Liebe-Comic aus Dänemark von Rasmus Brenjoy, den ich jetzt wieder falsch ausspreche. Und das hatten wir in Bio, glaube ich sogar, mit der Bio-Lehrerin. Es hat für viele rote Köpfe gesorgt und dann aber auch für viel Lachen. Also es war ganz, ganz witzig, ja. Und du kannst, also je nachdem, du kannst entweder vom künstlerischen her denken oder du kannst vom Sujet her, vom Thema her denken. Und dann
ergibt sich immer eine Möglichkeit. Aber das, wie gesagt, das Wichtigste ist, dass du irgendjemand hast vom Lehrkörper, der das cool findet und keine Angst davor hat. Tatsächlich war ich da auch schon vermittelnd tätig und ich frage mich gerade, weil dieser Podcast hier auch von wirklich einem Comic-interessierten Publikum, Fachpublikum, von vielen Artists und so weiter auch gehört wird, wie kommt man eigentlich an diese Schullesung ran? Vielleicht kannst du da nochmal einen kurzen Exkurs machen, Jakob. Ich weiß, dass der Carlsen Verlag, bei dem auch Völlig mit Sugar erscheint, online eine riesen Auswahl hat. Da siehst du gleich mit Honorar, was alles gebraucht wird. Wie komme ich als interessierter Lehrerin, Lehrer überhaupt an potenzielle Comics und damit einhergehend natürlich auch an die Artists ran? Also ich kann da nur wirklich aus meiner super speziellen Frankfurt-Subjektiv-Perspektive erzählen. Da wäre ich gespannt, was Patrick sagt, was er für Anfragen kriegt, weil das ist ja die andere Seite. Also in Frankfurt ist es so und in den umgebenden Ortschaften, dass die Lehrer und Lehrerinnen überhaupt nichts anfragen. Für die ist es erstmal eine Zusatzbelastung in ihrer Wahrnehmung. Und die werden zugeballert mit Angeboten von Museen und sonstigen demokratiefördernden Einrichtungen und religiösen Akademien und dann jetzt auch noch von einem Comic-Festival. Habt ihr nicht Lust, mal was mit uns zu machen? Es geht bei uns, wir haben uns ein Netzwerk aufgebaut an Lehrerinnen und Lehrern, die sich für Comics interessieren. Und das werden immer mehr, weil da inzwischen auch der Dünkel gegenüber, dieses Naserümpfen gegenüber Comics längst nicht mehr an der Tagesordnung ist, sondern das ist eine Generation inzwischen da, die selber auch mit Comics groß geworden ist und die daran interessiert ist. Und die muss man pflegen, die Kontakte. Darum geht's. Und wenn jetzt tatsächlich das jemand hört, eine Lehrerin oder ein Lehrer, die eine Comiclesung machen will, keine Ahnung, an die Verlage wenden, an Yippie wenden, an Polle wenden oder, das ist ja das Tolle, direkt an die Künstlerinnen und Künstler. Also 9 von 10 machen ja um ihre Kontaktaufnahme überhaupt kein Gewese, sondern die kann man anfragen und man muss sich einfach trauen, ja. Ich mache so Lehrerfortbildungen zum Beispiel und da fragen die natürlich dann auch nach dem Preis. Also das ist was, das schreckt dann viele ab, einfach weil sie es nicht wissen. Und da muss man dann halt auch ein gutes Honorar nennen und dann springen manche ab, aber viele haben so Fördervereine, wo das dann doch ganz gut funktioniert. Für unser bayerisches Publikum noch der Hinweis, auf jeden Fall mal Comics in Bayern zu googeln. Dort gibt es inzwischen auch eine Förderung für Comics an Schulen. Da ist gerade viel Gutes in der Mache und ich glaube, das ist bundesweit ein Thema. Ihr könnt grundsätzlich Comics an Schulen mal googeln, da kommen tolle Ergebnisse bei rum. Und auch ich vermittle gern weiter, würde die Frage aber gerne nochmal aufgreifen und an den Patrick weiterreichen, was für Anfragen da eigentlich so reinkommen. Wirst du für jetzt speziell auch Schullesungen oder ich glaube alles drunter ist wahrscheinlich schon schwierig, angefragt und wenn ja, was für Anfragen kommen da rein? Also Schulveranstaltungen oder Lesungen in Schulen als auch in Bibliotheken ist, würde ich mal sagen, auch finanziell gesehen mindestens mein zweites, drittes Standbein. Also ich würde mal sagen, ich bespaße so pro Jahr etwa 1000 Kinder live. Wow. Und das ist total super. Also es ist sogar so, dass es gibt ein Lehrwerk vom, ich weiß gar nicht, das Schulbuch oder ich weiß gar nicht, wie der Verlag heißt. In der Schweiz ist das. Da ist Kiste eine Unterrichtseinheit. Trotzdem bin ich leider noch nicht so oft in die Schweiz eingeladen worden. Also diese Bücher sind ja auch immer nur Angebote für die LehrerInnen. Egal, aber hier in Deutschland gibt es, also gerade hier in Hamburg gibt es ein Pilotprojekt, an dem ich teilnehme und Ferdinand Lutz und Tanja Esch und neuerdings auch in diesem Jahr Josephine, also die Trip mit Tropf gemacht hat. Und da ist es so, dass es eine Stiftung, die stiftet einer Klasse einen kompletten Klassensatz unserer jeweiligen Bücher. Die LehrerInnen bekommen von uns Unterrichtsmaterial, wo sie dann zum Thema Comic und eben zum Buch selbst arbeiten können. Und es gibt verschiedene Modelle. Ferdinand macht das vornehmlich remote über Zoom-Treffen und so weiter. Und da ich jetzt in der Nähe von Hamburg arbeite, ist es immer so, dass ich immer in die Schule fahre, mit den Kindern einen Comic-Workshop mache, wo es darum geht, nicht wie man zeichnet, sondern wie erzähle ich Geschichten.
mit Bildern, worauf muss ich achten, Reihenfolge der Sprechblase und so weiter, so als Initialveranstaltung. Dann arbeiten die halt mit dem Buch, lesen das Buch, machen Aufgaben und dann am Ende der in der Regel 4-5 Wochen fahre ich dann wieder in diese Klasse und schaue mir halt an, was sie da gemacht haben, beantworte noch ein paar Fragen. Manchmal mache ich zwischendurch eben auch nochmal Videocall mit denen, das ist sehr unterschiedlich. Genau, da muss man sich als Schule halt bewerben und ausgewählt werden eben vornehmlich Schulen, die, ich sag mal so Brennpunktschulen, ne? Also die sowieso Klassenstrukturen haben, die Schwierigkeiten haben mit der deutschen Sprache, aus welchen Gründen auch immer, und mit dem Lesen an sich, und wo dann der Comic eben eine willkommene Möglichkeit ist, so einen Einstieg ins Lesen zu finden. Und für viele ist es halt das erste Buch, was sie überhaupt lesen. Und wir reden hier von dritten, vierten Klassen, fünf Klassen teilweise. Und manchmal bin ich wirklich also gerührt und aber auch traurig gleichzeitig, wie sehr sich manche Kinder dann freuen, weil es überhaupt ihr erstes eigenes Buch ist, weil das dürfen sie dann, weil das eben von der Stiftung gestiftet wurde, nicht nur für die Schule, sondern für die Kinder, das dürfen sie dann eben nach Hause nehmen und behalten. Wow. Genau. Das ist eine super Sache und das machen wir jetzt schon seit ein paar Jahren und schauen jetzt, wie wir das weiterentwickeln können. Wow, faszinierend. Auch Comics als Leseförderung, das ist wahnsinnig spannend. Vielleicht noch kurz, weil der Jakob das meinte, wie nehmen die Kontakt zu euch auf, gerade vielleicht für die unerfahrenen LehrerInnen, die das hören sollten? Sprechen die euch direkt an? Geht das über die Verlage? Wie läuft das? Das ist unterschiedlich. Also manche machen das über die Verlage, das ist aber eher selten, und wenn, dann leiten das halt dann direkt an mich weiter. Und ja, ich habe tatsächlich mal das einfach so eine Seite auf meiner Website eingerichtet, so eine Unterseite, wo ich eben das anbiete und auch genau beschreibe, was die dort erwarten können und was es kostet. Und dann können die einfach über die Website mich direkt anschreiben. Verstehe. Okay, ja, die kann man auf jeden Fall finden. Ich denke, dass wir müssen jetzt keine Zahlen nennen, wobei die auch online steht. Aber honorarmäßig wird man sich da im Regelfall einig oder sind die dann überrascht? Ja, zum Glück sind sie jetzt nicht mehr überrascht, seitdem ich es da stehen habe, weil die meisten lesen es ja vorher und ich habe auch weniger Probleme, das klar auszusprechen, denn die Zahl steht ja fest. Also die Summe, ich kann es sagen, also es sind 600 Euro, die ich nehme pro Veranstaltung plus Anreise und Übernachtung, unabhängig davon, also innerhalb Deutschlands. Und es ist aber auch so, dass sich das eben für Schulen vor allen Dingen lohnt, denn ich habe eine Methode entwickelt, einen Workshop entwickelt, wo ich im Grunde mit knapp, also bis zu 100 Kindern, das habe ich schon gemacht, eine Kombination aus Lesung und Workshop mit den Kindern hinkriege, und zwar, ja, wie gesagt, oft mit ganzen dritten, vierten Jahrgangsstufen. Also, sodass, wenn man das sozusagen runterrechnet auf die einzelne Klasse oder auf den einzelnen Schüler, sind dann die 600 Euro auch eigentlich gar nicht mehr so viel. Vielen Dank für die Einblicke. Das ist, glaube ich, sehr interessant für alle draußen, die potenziell Interesse hätten an so einer Lesung in Einrichtungen wie Schulen. Danke dafür. Bevor wir zum letzten Punkt kommen, nämlich, dass ich euch völlig unvorbereitet mal nach aktuellen Leseempfehlungen, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene jeweils fragen werde, würde ich gerne noch mal eine Frage an die Sarah vorab stellen. Nämlich ganz kurz noch der Punkt Trends. Und was gab es überhaupt für Trends in den letzten Jahren? Du verkaufst ja nun schon seit einigen Jahren auch Comics und hast da sicherlich einiges mitbekommen. Ich hatte vor einigen Monaten auch eine Kollegin aus Hannover zu Gast, die auch Comicverkäuferin ist, und die hatte einen Trend generell im Comic erkannt, dass es eine steigende Diversität gäbe. Also gerade Comics immer mehr auf eine ganz unterschiedliche neue Zielgruppen ausgerichtet sind, und möchte deswegen auch ein bisschen die Frage des Trends nochmal kurz auch an dich richten, vielleicht auch ein bisschen im Bereich Kindercomic, weil du da ja einen großen Überblick hast. Erkennst du irgendwelche Trends innerhalb des Bereichs Kindercomic, irgendwelche Veränderungen, kann man sagen? Okay, beispielhaft, es geht zum Beispiel mehr Richtung Nutzung bekannter Marken, die wir aus Funk und Fernsehen kennen, oder es sind eher Dinge, dass wir jetzt vermehrt auch, ich sage das so bewusst, auch Mädchen ansprechen oder uns generell diverse aufstellen. Was für Trends erkennst du gegebenenfalls im Kindercomics in den letzten Jahren? Wo geht die Reise hin? Also weibliche Protagonisten werden immer mehr. Das ist sehr so. Also sonst sind es ja mal sehr viele männliche Protagonisten. Ja, so Charaktere, die man kennt, da denke ich dann immer eher so an Marvel und DC, die, also vor allem Marvel bringt sehr gute Kindercomics tatsächlich raus.
So mit Spider-Man, der dann die ganzen Tiere von den anderen Superhelden hüten muss und dann ständig eins verbummelt. Diversität wird auch immer mehr, aber längst mehr so am Rand. Also das wird dann gar nicht richtig thematisiert, sondern das ist dann einfach normal, dass dann, also normal ist jetzt ein doofes Wort. Also es ist, wird nicht, also die Diversität wird nicht thematisiert, sondern sie ist halt einfach da. Und das finde ich tatsächlich sehr schön. Ja, aber sonst so. Auch das kommt vermehrt jetzt vor. Okay, sehr gut. Also wird mehr Publikum angesprochen, einfach auch von der Vielfalt, die man überhaupt bietet und damit in der Hoffnung auch ein breiteres Publikum zu erreichen. Auf jeden Fall. Also da fällt mir zum Beispiel als Beispiel Snapdragon ein. Das ist so mehr so für die ab 10-Jährigen, würde ich sagen. Ah, das wollte ich gerade empfehlen, aber super. Großartiger Comic, der ist so wahnsinnig gut. Toll. Ja. Und da ist genau, da ist die Diversität ist, wird gar nicht mehr extra thematisiert, die ist einfach da. Genau. Und das ist super. Und genau sowas sollten die Kinder auch lesen, damit das in ihren Alltag integriert wird, ohne dass das thematisiert wird, sondern einfach, dass das da ist. Vielen Dank. Dann kommen wir auch jetzt zum letzten Punkt. Ich würde euch einfach mal bitten, vielleicht lest ihr gerade selbst tatsächlich einen Comic. Es muss auch kein Comic sein. Vielleicht hört ihr gerade einen Podcast, den ihr geil findet, empfehlen wollt oder auf eurem Nachttisch liegt ein Thriller oder was auch immer. Vielleicht habt ihr eine Serie oder einen Film für euch entdeckt. Wir sind ein Comic-Podcast. Ich kann immer Comics empfehlen. Ich habe beispielsweise jetzt mich sehr eingearbeitet ins Komplettprogramm von Uli Oesterle. Uli Oesterle kriegt ihr hier im Dezember noch auf die Ohren. Ein großes Exklusivinterview. Ich habe Vatermilch 1 und 2 und ich habe eigentlich sein Gesamtwerk gelesen. Für das ganz toll, guckt unbedingt bei Vatermilch rein. Das war nicht von meiner Seite aus und dann reichen wir erstmal an den Jakob weiter, der hatte sich scheinbar schon ein paar Gedanken gemacht. Hast du ein paar Leseempfehlungen für uns? Ja, ich mache immer an Weihnachten Leseempfehlungen fürs vergangene Jahr, wo ich immer versuche, über Social Media die Leute so zu adressieren, dass ich so diese Fragen, die ich mir auch bei dir, Sarah, vorstelle, so ein bisschen antizipiere, also dass jemand kommt und sagt, mein Schwager interessiert sich für Physik und was kann ich dem von Comic schenken oder mein 11-jähriger Sohn liest nicht mehr, wie kann ich den irgendwie dazu bringen und so weiter und so fort. Das finde ich, dadurch entstehen so ganz diverse Tipps. Ich hätte jetzt auf jeden Fall auch Snapdragon empfohlen, weil ich finde, es ist gar nicht so leicht, die Zielgruppe zu bedienen, der so 10- bis 15-Jährigen. Und da passt der Comic Snapdragon von Cat Lee total gut hin. Also der hat mich umgehauen, den fand ich richtig gut. Ich selber hab tatsächlich Genossin Kuckuck von Anke Feuchtenberger jetzt zum zweiten Mal gelesen und finde es fantastisch. Das ist natürlich ein sehr abgefahrener, ambitionierter, kunstvoller Comic, wo manche wahrscheinlich die Nase rümpfen und sagen, es ist mir zu arty. Aber ich fand das Rätselhafte gerade darin total gut und kann den uneingeschränkt empfehlen. Und natürlich, aber da bin ich selber stark befangen. Ich finde Auerhaus, die Adaption von Janne Dauer, wirklich total gelungen. Also das ist eine Literaturadaption, ist ja nochmal ein Thema für eine extra Gesprächsrunde. Das ist ja durchaus ambivalent, wird es wahrgenommen in der Comic-Szene. Ich finde, sie hat es fantastisch gemacht und hat einen vollkommen eigenen Sound gefunden für eine Geschichte, die an sich schon gut ist und gar kein Comic braucht. Und diese Freiheit hat sie einfach genutzt. Also Auerhaus von Janne Dauer möchte ich auch empfehlen. Und an der Stelle da gleich die Empfehlung nochmal an die letzte Ausgabe vom Telestammtisch reinzuhören. Das sind die Interviews von der Buchmesse, wo ich Janne und Boff auch länger interviewt habe und zu genau ihrem Buch. Und da könnt ihr noch ein bisschen was zum Produktionsprozess und auch die Danksagung an den Jakob hören. Müsst ihr unbedingt gehört haben. Oh, okay, das war jetzt dann ein bisschen peinlich. Das hättest du jetzt nicht nochmal dazu sagen sollen. Ich habe es noch nicht gehört. Mache ich dann. Patrick, wie sieht's bei dir aus? Was kannst du uns empfehlen? Ja, bei mir wird es auch kein Comic. Ich lese nämlich gar keine Comics mehr. Ich weiß eigentlich, da bin ich irgendwie von abgekommen. Ich lese sowieso eigentlich gar nicht mehr so viel. Vielleicht liegt es daran, dass ich so viel schreibe, dass ich gar nicht so viel Zeit habe, also oder gedanklichen Raum habe, mich so auf neue Geschichten einzulassen. Ich muss da wirklich krank werden, um sozusagen genug Abstand zu kriegen, also zu meinen eigenen Gedanken, um irgendwie neu wieder reinlassen zu können. Das klingt ein bisschen Panne, aber ich weiß auch nicht, also scheint so. Und wenn es Bücher sind, dann müssen das Bücher sein, die mich sozusagen von Anfang an am Kragen packen und durch die Geschichte zerren. Und eine dieser
Buchreihen, die ich tatsächlich regelmäßig lese, wenn dann ein neues Buch erscheint, ist halt das auf Deutsch heißt es Die Flüsse von London. Der Autor heißt Ben Aronovitch und ist sowas wie, glaube ich, öfter mal beschrieben als sowas wie Harry Potter für Erwachsene. Und es hat einen super Humor und ist klasse, also ja, spannend erzählt, so eine Mischung aus, ja, wie gesagt, Harry Potter und Krimi, also es ist ein bisschen kombiniert, ein bisschen Doctor Who vielleicht noch mit drin. Also sind auf jeden Fall vier Referenzen. Also Ben Aronovitch ist, glaube ich, großer Doctor Who-Nerd und hat sogar auch für Doctor Who in den 90ern, bevor die Serie abgesetzt wurde, auch ein paar Folgen geschrieben. Egal, also das ist halt eine Reihe, die ich sehr super finde. Und dann habe ich noch etwas, was ich vor kurzem gelesen habe und total super fand, von John Klaassen. Das ist ein Kinderbuch. Illustrator und Autor, der mit seinen Bilderbüchern ja sehr erfolgreich international ist und früher als Animator gearbeitet hat oder Character Designer für Sachen wie Coraline zum Beispiel von The Gaiman. Und der hat nach einer deutschen Fabel ein Bilderbuch, ich weiß gar nicht, das ist ein Zwischenformat. Also das sind so kurze Texte, das sind so ein klassisches Buchformat wie Kiste zum Beispiel. Kurze Texte mit Bildtafeln. Die Illustrationen sind großartig und es geht um ein kleines Kind, das wegläuft von zu Hause. Man weiß gar nicht warum. Das wird auch nie thematisiert. Und es gerät im Wald in ein Schloss und dort findet es einen Totenkopf, der sich mit ihm, mit dem Kind unterhält. Und der Totenkopf, also die freunden sich so ein bisschen an und der Totenkopf wird des Nachts immer bedroht von einem kopflosen Skelett. Und das ist eine so großartige Geschichte, ohne irgendeine Form von Moral oder irgendwas, aber einfach toll erzählt, tolle Atmosphäre oder toll nacherzählt, tolle Atmosphäre. Und wie gesagt, die Bilder sind großartig. Also große Empfehlung von mir, das Buch. Für groß und alt. Und für klein und jung. Groß und alt. Sehr gut. Du, also für du mich. Bist groß und mittel. Ich wollte es. Ja, Mensch, vielen Dank. Vielen Dank. Sarah, wie sieht es bei dir aus? Was liest du privat gerade? Was kannst du uns empfehlen? Snapdragon war auf jeden Fall eine der Empfehlungen. Ja, ich habe den Vorteil, ich lese halt sehr viel im Laden. Ne? Mhm. Privat, selber für mich, habe ich jetzt letztens erst Man in His Cat, Fukumaru und das Sternschiff des Glücks gelesen. Das ist Man in His Cat, das ist ein Manga, wo es um einen älteren Mann geht, der sich, weil er Witwer ist, eine Katze kauft und dann das Leben neu entdeckt, sozusagen. Und da gibt es auch ein Kinderbuch-Adaption dazu. Und die ist richtig süß. Das habe ich jetzt gelesen. Und im Laden habe ich den Kindercomic Amelie und Mirko, der ist jetzt ganz neu rausgekommen, von Thunfisch gelesen. Der ist auch richtig schön. Da geht es um eine Schildkröte Amelie, die hat ganz schlimme Angst vor der Dunkelheit und lernt dann Mirko das Glühwürmchen kennen. Und dann entwickelt sich daraus dann eine Freundschaft. Genau. Fantastisch, auch das klingt top. Vielen, 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 vielen Dank. Liebe Sarah, lieber Jakob, lieber Patrick, ich danke euch erneut vielmals dafür, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, mit uns, mit mir, fürs Publikum über Kindercomics zu sprechen. Wir haben heute natürlich nur wirklich so ein bisschen an der Oberfläche kratzen können, aber wenn ihr mehr wissen wollt, bin ich mir sehr sicher, dass man zu uns allen in irgendeiner Form auch mal Kontakt aufnehmen kann, sei es auf den unzähligen genannten Comic-Veranstaltungen, die alle drei außer mir hier organisieren. Und natürlich auch via Social Media und Co. Alle relevanten Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Und ich freue mich auch tierisch auf euer Feedback, das ihr natürlich gerne auch auf Social Media oder auf der Website hinterlassen könnt. Es war mir eine wahre Freude. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao. Danke. Vielen Dank. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.